Na, hier ist was los. Können Sie mich überhaupt noch verstehen? Schwer, oder? Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie müssten den Lärm Tag für Tag, jede Minute ertragen. Also für mich wäre das ein Albtraum, aber auf einem Parkdeck in Los Angeles, direkt am Flughafen, ist das Alltag. Und das Kuriose, hier leben tatsächlich Piloten und Stewardessen. Warum? Das klären wir jetzt. Wir waren da. Los Angeles International Airport. Zweitgrößter Flughafen der USA. Über 70 Millionen Passagiere pro Jahr. 18.000 Starts und Landungen jeden Monat, macht 600 am Tag. Direkt am Flughafen liegt das Parkdeck E, Wohnort von 100 Piloten und Stewardessen. Keine 200 Meter Luftlinie von der Landebahn entfernt. Lange hat unser Reporter Julian Weber um eine Drehgenehmigung gekämpft. Also wir sind hier wirklich richtig. Hier düsen die Flieger drüber. Der Lärm ist jetzt schon extrem laut. Ich könnte mir nicht vorstellen, hier zu leben. Dabei ist das ein offizielles Wohngebiet für Airline-Mitarbeiter. Die Wohnwagen sind im Schnitt 15 Tage pro Monat bewohnt. Den Rest der Zeit sind die Pendler in der Luft oder in anderen Städten unterwegs. $120 pro Monat kostet die Miete hier. Billiger als jedes Hotel, aber viel lauter. Also das waren jetzt keine 2 Minuten von der letzten bis zu der hier. Und ich weiß nicht, ob man sich dran gewöhnen kann, an den Lärm. Wir sehen keinen einzigen Bewohner. Eine Geisterstadt mit Kerosingestank. Kaum zu glauben, dass es für diesen Wohnort sogar eine Warteliste gibt. Der Grund? Stewardessen müssen am Standort ihrer Airline wohnen, oft fernab der Heimat. Das Problem? Die Pause zwischen ihren Flügen dauert oft länger als 24 Stunden. Der Arbeitgeber zahlt die Hotelunterkunft aber nur für eine Nacht. Danach nicht mehr. Lot E ist eine bezahlbare Alternative. Aber wie lebt sich's hier? Um das herauszufinden, hat sich Julian mit Stewardess Syra Garcia verabredet. Die 38-jährige Flugbegleiterin lebt seit 3 Jahren auf 10 Quadratmetern. Für bis zu 10 Tage im Monat ist dieser Wohnwagen ihr Zuhause. Gab es einen besonderen Wendepunkt in deinem Leben, dass du hierher gezogen bist? Oder warum die Entscheidung? Ja, ich habe Miete gezahlt in Orlando Beach. Und ich habe das Doppelte, nein, das Dreifache von der Miete hier gezahlt. Die Standmiete auf Lot I beträgt $120. Einzige Bedingung, das mobile Heim muss jeder selbst mitbringen. Strom gibt es gegen Aufpreis, Wasser kommt aus dem Kanister, eine Heizung gibt es nicht. Das Metallhaus bietet wenig Komfort und das für 2 Personen. Dein Mann lebt also auch hier? Wenn er frei hat, lebt er hier bei mir. Syras Mann ist als Flugzeugtechniker viel unterwegs und nur wenige Tage im Monat in L.A. Gemeinsam haben sie ein Haus in ihrer Heimat in Texas, das beide abbezahlen. Eine zweite Wohnung in L.A. können sie sich nicht leisten. Die beiden sind moderne Nomaden. Ich habe gelernt, einfach zu leben, ohne große Ansprüche. Einfach dankbar zu sein für die Sachen, die ich habe. Ich bin froh über diese Möglichkeit hier, wenn ich von einem langen Arbeitstag zurückkomme. Hier zur Ruhe kommen, das können wir uns kaum vorstellen. Und schön ist die Lage wahrlich auch nicht. Der Kontrast könnte größer nicht sein. Nur wenige Kilometer vom Flughafengelände entfernt gibt es kilometerlange Sandstrände. Und traumhafte Luxusvillen. Doch das muss man sich erst mal leisten können. Die Durchschnittsmiete in L.A. liegt bei $2.400. Luxus sucht man auf Lot I vergebens. Hier gibt es nicht mal einen Bäcker, keine Infrastruktur und kaum Nachbarn. Was macht ihr denn? Er ist immer neugierig. Hallo, neugieriger Nachbar. Macht's gut. Du auch. Kann ich dir eine Frage stellen? Mit euch rede ich bestimmt nicht. Nein, er redet nicht. Er ist ein seltsamer Typ. Keiner will sich uns zeigen. Es scheint dem Menschen unangenehm zu sein. Mitten im Gespräch tauchen plötzlich 3 Polizeiautos auf. 6 Polizisten, alle bewaffnet. Nach einem normalen Routinecheck sieht das für uns nicht aus. Hey Leute, hallo. Was macht ihr auf dem Parkplatz hier? Wir drehen eine TV-Doku über den Parkplatz.
Eine TV-Doku über den Parkplatz? Ja, fürs deutsche Fernsehen. Wer hat euch gesagt, dass ihr hier drehen dürft? Wir haben eine Drehgenehmigung. Wo ist die? Im Auto, ich kann sie euch zeigen. Die Polizei schaut hier öfter vorbei, denn hier gibt es keine Schranke. Touristen nutzen den Platz oft unerlaubt, um sich die teuren Parkgebühren zu sparen. Doch jetzt sind sie hier, weil sie der Nachbar gerufen hat. Die Dreharbeiten haben ihn wohl misstrauisch gemacht. Was denkt ihr denn über den Parkplatz? Kommt ihr hier jeden Tag her, um nach den Leuten zu schauen? Na, nicht zwingend. Aber wenn wir einen Anruf bekommen, schon. Die Polizei kontrolliert hier routinemäßig. Fremde werden skeptisch betrachtet. Kein Wunder, die Wohnwagen sind voll ausgestattete Wohnungen, Wertsachen inklusive. Diebe haben hier leichtes Spiel, denn der Platz ist tagsüber verwaist und für jeden frei zugänglich. Auch Syra verlässt den trostlosen Parkplatz, so oft sie kann. Etwa 20 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, fängt für sie das richtige Leben an. Inzwischen hat sie sich daran gewöhnt. Es war für mich ein großes Risiko, weil ich anfangs nicht wusste, ob ich mich hier anpassen kann. Um ihre Wäsche zu waschen, muss Syra 10 Minuten laufen. Viel bequemer hat sie es in ihrem Haus in Texas. Dort ist ihre Heimat, wenn auch nur für 5 Tage im Monat. Um das Haus in Texas abzahlen zu können, nimmt sie das spartanische Leben am Flughafen in Kauf. So sehr ich es auch genieße, hier zu sein, wenn ich freie Tage habe, aber es fühlt sich nicht wie ein Zuhause an. Auf dem Lot I gibt es keine Duschen, keine öffentliche Wasserversorgung. Wir erfahren, viele Bewohner gehen ins Fitnessstudio, um zu entspannen oder zu duschen. So sparen sie die hohen Wasserkosten. Auch für Syra ist das Studio eine Art Flucht. Hier habe ich Zeit für mich selbst. Pause von den vielen Passagieren. Ich bin schon ein sehr geselliger Mensch, aber ich brauche auch Zeit für mich. Abstand von Menschen bietet das Leben hier definitiv. Erholung von Arbeit und Lärm eher nicht. Ein Tag hier auf dem Lot ist schon was Besonderes. Ich will aber wissen, wie fühlt sich denn so eine Nacht hier an? Kann man bei dem Lärm überhaupt richtig pennen? Syras Freundin ist im Einsatz. Ein Wohnwagen ist für unseren Redakteur also frei. Das ist jetzt also dein Bett für heute Nacht. Also meinen Schlafplatz habe ich für heute Abend. In diesem Sinne, ich bin gespannt. Und bis morgen, gute Nacht. Ob die so gut wird? So, das ist also mein Schlafplatz für heute Nacht. Hier hinten ist das Bett. Am Los Angeles International Airport gibt es kein Nachtflugverbot. Bedeutet, in Ruhe schlafen und erholen, Fehlanzeige. Julian kann zum Einschlafen Jumbojets statt Schafe zählen. Wenn die Flugzeuge landen, fühlt sich das wie ein kleines Erdbeben an. Jedes einzelne Mal. Also man hört hier wirklich alles von Autolärm über Flugzeuglärm. Es ist jetzt 2.45 Uhr und es fühlt sich an, als würde man einfach im Zelt direkt neben der Start- und Landebahn von einem der größten Flughäfen der Welt pennen. Der nächste Morgen. Also das war mal echt eine kurze Nacht, bist du deppert. Eine Nacht reicht für mich nicht, um mich hier an den Fluglärm zu gewöhnen. Syra versichert uns aber, dass man sich daran gewöhnen kann. Sie jedenfalls kann hier durchschlafen. Wie lange willst du hier noch wohnen? Ich kann mir alles nur leisten, weil ich hier wohne. Ich gebe weniger als 10% meines Verdienstes aus für das Leben hier. Aber kannst du dir vorstellen, hier auch mit Familie und Kindern zu leben? Das will ich eigentlich nicht. Aber über meine Zukunft mache ich mir jetzt noch keine Gedanken. In 4 Stunden geht Syras nächster Flug nach Honolulu. Damit fliegt sie gleich selbst übers Lot I, über ihre zweite Heimat also. Und in 2 Tagen ist sie hier wieder zurück. Huch, hier sollte der aber gar nicht stehen. Mensch, alles muss man selber machen. So, Freunde. Jetzt könnt ihr aber abonnieren. Ja genau, jetzt hier draufklicken, es gibt Neues aus der Galileo-Welt.